das nicht nur mit dem Pinsel gemalt werden kann, sondern auch mit der Fotokamera, das zeigen die Bilder in der jüngsten Ausstellung in der Galerie der Stadtbücherei. Die Ausstellung hat ja einen großen Zuspruch heute. Die Idee mit den Fotos und den gemalten Bildern dazu geht eigentlich gut auf. Ja, geht gut auf, ist aber eben auch wieder eine Initiative von den Malerinnen, muss ich auch gestehen. Die sind da wirklich sehr tüchtig, sehr kreativ, sehr engagiert und ich bin echt dankbar, dass wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten dürfen. Und es ist sehr interessant, was aus den Bildern für gemalte Bilder dann entstehen, aus den fotografierten. Das ist immer ein Unterschied da zu erkennen und da kann sich der Künstler selbst einbringen und das Bild so interpretieren, wie er es sieht. Und das ist durchaus interessant zu beobachten. Sehr fleißig, sehr aktive Mitglieder. Ja, wir sind ungefähr 20 Mitglieder und sind alle sehr fleißig aktiv. Und wir haben am Vormittag einen Malkurs und am Abend einen Malkurs am Mittwoch. Und zusätzlich beim Rohrmärtel einen Acrylkurs und auch im Turm noch einen Zeichenkurs. Also Sie sehen schon, die Damen sind mit Eifer, mit Feuereifer dabei. Ja? Und die Produkte, die werden auch von Jahr zu Jahr besser. Es ist ja gar nicht so einfach, nach den Fotos zu malen, weil ja das Verständnis und der Blick jeweils immer ein anderer ist. Ja, es ist sehr schwierig umsetzen, weil man immer wieder versucht, in das Genaue hineinzukommen. Und das zu abstrahieren, das hat sehr viel Überwindung gekostet. Wie kommt man eigentlich zur Fotogruppe in Schwächer? Ja, Zufall. Wenn Freunde schon dabei sind, dann hat man eine Chance, dass man da auch dazukommt oder sich eben engagiert. Muss aber dazu sagen, mir hat Fotografie immer schon interessiert gehabt und dadurch war ich recht dankbar, dass ich auch in die Technik jetzt eingewiesen wurde und ja, bin wirklich froh, dabei sein zu dürfen. Und wir als Stadtgemeinde Schwechat ja uns auch zum Ziel gesetzt haben, all unsere Kunstaktivitäten von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und natürlich auch von der Region ganz besonders zu fördern. Denken Sie an sehr viele Ausstellungen und Vernissagen, denken Sie an den wunderbaren Tag im September mit dem Musiversum, das heißt der Veranstaltung im Vellmergarten, wo die geballte Kraft der Kunst in Schwächer zusammenfindet, neben Malerei, neben Töpferei, neben Fotografieren, auch die Kunst der Musik. Und denken Sie zum Beispiel an die Galerie, die wir erst vor einem halben Jahr in der Franz-Schubert-Straße öffnen durften. Die heutige Ausstellung zeigt aber auch wiederum, welch kreatives Potenzial hier in Schwechat vorhanden ist. Das denke ich auch, das ist schon längere Zeit mein Eindruck, nicht erst seit wir die Galerie eröffnet haben, heuer im Frühjahr. Es ist schon vorher und das Kulturleben entwickelt sich sukzessive immer besser und auch das Kunstgeschehen in der Stadt. Vielleicht auch mit der Eröffnung der Galerie. Es gibt schon wieder Anfragen und da kommen jetzt viele Künstler auch zu mir und möchten ausstellen und bewerben sich. Und auch hier in der Bücherei, das ist natürlich ein Treffpunkt für die Schwächerterinnen und Schwächerter. Hier kann man die Muse des Lesens auch mit dem Betrachten der Bilder verbinden und es ist ein Treffpunkt und es ist wirklich ein kulturelles Zentrum schon in der Stadt, die Bücherei hier.